Clear Prop 21, 22, 23. Ja, das kommt davon. Hallo, liebe Freunde des Flugsports. Ich bin wieder am Platz. Es ist wieder saukalt. Was wir heute machen, ist, wir fliegen wieder ein bisschen. Ich denke mal so bis an den Niederrhein. Mal gucken, vielleicht bis an den Rhein. Heute erkläre ich mal euch ein bisschen was zu den Leistungsdaten der Zulu. Wenn alles funktioniert und ich muss nicht die ganze Zeit den Himmel so abtasten, weil Millionen von Flugzeugen in der Luft sind, sondern mache das regelmäßig, wie ich es immer mache, dann komme ich vielleicht auch noch dazu, dass in Relation zu anderen Flugzeugen oder zu Ultraleitflugzeugen oder Luftsportgeräten, wie ihr mögt, zu setzen. Jetzt lassen wir erstmal den Motor noch ein bisschen warm laufen. Das ist hier, wie gesagt, bitterkalt. Kühlwasser kommt schon ein bisschen, aber Öltemperatur ist richtig. Und so, was ich jetzt hier mal mache, ist, kontrolliere, ob die Haube richtig sitzt. Canopy. Wir starten heute auf der 1.4, haben ein bisschen Crosswind, bis gleich in der Luft. Haube nochmal kontrollieren. Ja, ja, alles gut. Die Delta Mike Zulu Echo Charlie geht auf die 1.4 zum Start. Start kommt. Uiuiui. Ja, habt ihr gesehen, sobald der Flieger in der Luft war, greift der Wind an. Hervorragende Sicht. Ja, im ersten Video habe ich die Zulu ein bisschen von außen beschrieben. Im zweiten Video waren wir hier im Cockpit und ich habe die Instrumente beschrieben. Jetzt beschreibe ich ein bisschen die Leistungsdaten und natürlich gute Vorbereitung. Ich habe einen Spickzettel. Also, ich blende euch aber auch gleichzeitig das, was ich sage, ein, falls man mich schlecht versteht. Also die maximale Abflugmasse von dem Flieger ist gesetzlich geregelt, dieses 472,5 Kilogramm inklusive der Rettung. Die Leermasse ist jetzt hier auf dem Zettel so angegeben, wie der Hersteller sie angibt, aber die echte Leermasse sind wirklich 299 Kilo. Und das ist für einen Metallflieger echt gut. Der ist frisch gewogen worden im Juli. Da habe ich jetzt auch nichts ausgebaut oder irgendwas. Ich habe nur die schwere Tasche jetzt nicht dabei. Okay, aber die nehme ich halt beim Fliegen mit. Spannweite sind mit den Winglets 8,19 Meter. Das ist nicht super lang, ist aber auch nicht super kurz. Ich stocke immer zwischendurch, weil ich natürlich wieder die ganze Zeit Luftraumbeobachtung mache und nur einen ganzen kurzen Sekunde auf den Zettel gucken will. Die Flügelfläche sind 12,5 Quadratmeter, die Flächentiefe sind 1,6 Meter bei Mach. Müsste ich mal nachschauen, was bei Mach ist. Sorry. Flächentiefe außen 1,38 Meter. Die Spurweite des Fahrwerks sind 1,92 Meter. Das ist echt gut, weil ihr dann ein bisschen breiter auf der Piste seid und nicht so einen wackeligen Frosch da habt. Die Anzahl der Sitze 2. So, Tankvolumen, ausfliegbar, 2x62,5 Liter. Ich habe eher das Gefühl, ich habe 70 Liter. Aber wenn wir mal von aus, wir haben mal 2x60 Liter grob gerechnet. Damit haben wir 120 Liter an Bord. Damit kommen wir richtig schön durch die Gegend. Die Startstrecke mit einer Person soll 200 Meter betragen. Das ist aber dann wirklich bei null Wind und irgendwie das Gefühl, dass ich kein Vollgas gebe. Also vorhin war ich erst schneller Luft, okay, war auch viel Wind von vorne, aber auch bei null Wind bin ich an der Halbbahnmarkierung bei uns. Und allerspätestens in der Luft, dann breche ich eigentlich ab, wenn ich da nicht in der Luft bin. Und das sind 180 Meter, ja, mit einer Person schaffe ich 180 Meter. Mit zwei Personen 250 Meter, das kann, denke ich mal, dann stimmen. Die Landerollstrecke mit einer Person ist 250 Meter und mit zwei Personen 300 Meter. Naja, das ist dann auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Die Steigrate ist mit 5 Meter pro Sekunde angegeben. Habe ich ja auch das Gefühl, dass die höher ist, aber okay. Beste Steigen bei 120 Stundenkilometer, ja, das mache ich schon. Also da ist auch die gelbe Markierung. Die Dienstgipfelhöhe sind 12.000 Fuß, ja, das ist schön, aber irrelevant, weil ich in 10.000 Fuß mich dann sowieso an Radar anmelden müsste und da glaube ich nicht, dass sie mich da reinlassen, okay. Reisegeschwindigkeit 203 Stundenkilometer, ja, das reizen wir jetzt mal nicht aus, wir sind gerade mit 157 unterwegs, haben aber einen schönen Rückenwind. Der
grüne Bereich ist der normale Betriebsbereich, der erreicht hier von 81 Stundenkilometer bis 203 Stundenkilometer. Das ist ja schon mal ein großer grüner Bereich. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in starker Turbulenz, Ende grüner Bereich, Anfang gelber Bereich, 203. Also, wenn ihr starke Turbulenzen habt im Sommer oder wenn ihr durch andere Wettergeschehnisse starke Turbulenzen habt, dann solltet ihr nicht schneller als 203 fliegen. Aber Leute, ehrlich gesagt, da wird es mir schon bei 160, 170 wird es mir langsam schon unangenehm, wenn da solche fetten Schläge drin sind. Schön, dass die Kiste das kann, aber es muss ja auch immer vom Gefühl, muss ja auch passen. Ne? Der gelbe Bereich geht bis zur 243 und das ist dann die Never Exceed, also die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Da sollten wir nicht drüber. Das heißt, wenn ihr mit 200 Stundenkilometer mal Reise fliegt, 203 Reise fliegt und müsst dann mal irgendjemand ausweichen oder unter einer Wolke vorbei und drückt dann so, dann geht es mal ratzfatz mit dem Speed natürlich rauf. Da muss man gucken, dass man da nicht in diesen Bereich reinkommt. Ne? So, dann gibt es noch eine andere wichtige Geschwindigkeit, die VA, das ist die Manövriergeschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, das habe ich mir mal aufgeschrieben, weil ich ja immer wieder nette Hinweise in den Kommentaren bekomme, dass ich was falsch sage. Deshalb gucke ich besser nochmal nach. Die Manövriergeschwindigkeit, Design Maneuvering Speed oder Maximum Maneuver Speed, ist in der Luftfahrt als VA abgekürzt, ist die Fluggeschwindigkeit. Pause und gucken. Alles in Ordnung, Kurs stimmt auch noch. Ist die Fluggeschwindigkeit, Indicated Airspeed, bei der durch einen vollen Ruderausschlag in einem symmetrischen Flugzustand die Struktur des Flugzeugs bis zu der Grenze ihres Zulässigen belastet wird. Kurz gefasst, ab 150 Stuckis macht ihr keine vollen Ruderausschläge mehr. Einmal. Darunter kann es sogar auch schon passieren, wenn volle Ruderausschläge kurz hintereinander passieren. Das steht in dem Wikipedia-Artikel übrigens auch drin, den verlinke ich euch mal, dass die Struktur auch überbeansprucht wird. Also volle Ruderausschläge in niedrigen Geschwindigkeiten. Fazit. Die Stallgeschwindigkeit mit Klappen 45 Grad ist 4, also wenn ich die Klappen voll ausfahre, habe ich die auf 45 Grad ausgefahren. Die Klappen sind bei mir Spreizklappen, die fahren so unten weg. Was heißt das? Ich habe die Klappen voll ausgefahren bei der Landung. Manchmal ist es nicht ganz, aber okay, sagen wir, ich fahre sie mal komplett aus. Dann wird die Strömung abreißen bei 64 Stundenkilometer. Da würde der also immer noch fliegen. Leute, 64 Stundenkilometer fliege ich nicht. Aber ist gut zu wissen, dass wenn ich mit 80 oder 90 lande, dass ich immer noch einen Puffer habe. Ihr müsst halt immer überlegen, wenn ihr eine Böe habt, die dann da reinkommt und euch nochmal 20 Stundenkilometer klaut, dass es dann kritisch werden kann. Also 64 Stundenkilometer reißt die Strömung ab. Solltet ihr nicht hinkommen. Mit Klappen, ohne Klappen natürlich wesentlich früher. Ne? Die G-Last von dem Flieger, also was man positiv oder negativ hier an Belastungen machen kann, ist positiv 6G und negativ auch 6G. Oh, das ist schon gewaltig, glaube ich, für so ein Ultralight und für einen Metallflieger. Probiere ich aber auch nicht aus. Aber gut zu wissen, dass ich es habe. So, Kraftstoffverbrauch, sagt er hier, 16 Liter. Ja, um fair zu sein, ich denke, es sind eher 17. 17 sind normal und rechnen für meine Touren oder für alles. Ich rechne mit 20 Liter die Stunde. Dann habe ich immer direkt eine Reserve bei jeder Stunde einkalkuliert. So, was heißt das denn hier, diese Leistungsdaten? Wenn man die mal in Relation zu anderen Herstellern oder Mustern sieht. Vorher bin ich eine C42B geflogen. War natürlich, ich blende sie euch mal hier ein, natürlich nicht so leistungsstark. Weiterhin die Luftraumbeobachtung, nicht in die Wolke da vorne reinfliegen. Wie sieht das bei unterschiedlichen Maschinen aus? Also links seht ihr meine Zulu 602, dann habt ihr die Charlie 42 von Icarus, die meistverbreitete Ultralight in Deutschland. Also A ist die erste Maschine, die sie gebaut haben, B ist die Maschine, die danach kam, die hatte ich. Und Charlie ist die letzte Evolutionsstufe, die B wird aber meines Erachtens immer noch verkauft. Jedenfalls haben wir eine in der Halle, die recht neu ist. Okay, und rechts habt ihr eine VL3. Das ist natürlich der Renner vom Hirnklempner. Kanal hier oben. Ne? Das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, was preislich unterwegs ist und von der Verarbeitung und von Material und wie auch immer. Ich wollte halt mal einfach drei verschiedene Typen auflisten. So, die Klappengeschwindigkeit, die wir besprochen haben, ist hier 64 bis 105.
Ja, da könnt ihr die Klappe setzen und benutzen. Bei der VL3 sind es 90 bis 130 tatsächlich Geschwindigkeit. So, der grüne Normbereich, da wird es jetzt wirklich interessant. Also bei mir ist der grüne Bereich 82 bis 203. Bei der C42 79 bis 180, also schon mal knapp 25 Stundenkilometer weniger. Und bam, VL3 hat einen Normbereich, den grünen Bereich, hier diesen grünen Bereich von 105 bis 250 Stundenkilometer. Sapralot. Das ist natürlich was anderes. Der gelbe Bereich, bei dem man nicht mehr in schlechten thermischen Bedingungen und böigen Bedingungen fliegen sollte, ist bei mir von 203 bis 242 und beim Hirnklempner bei Michael von 240 bis 315. Das ist natürlich schon auch noch ein anderer Bereich. C42, bei meiner B hätte ich gerne mal 216 am Ende gehabt, habe ich aber nie gehabt. So, das maximale Lenkmanöver ist ungefähr das gleiche bei mir und bei der C42. Also ich war ab 150, sollte ich keine vollen Ruderausschläge mehr machen, egal welches Ruder. Das ist bei der VL3 auch noch anders. Also bis 190 Stundenkilometer kann man da noch voll in den Kartoffelsalat rumrühren. Hier mit dem Stick. Höchstgeschwindigkeit ergibt sich natürlich dann bei der VL3 mit 315 gegenüber 243 bei mir und bei der C42 sind es 216, aber ich glaube, das ist auch nur die C-Klappengeschwindigkeit, 130, 117, 105. Maximal Gier, welche Geschwindigkeit darf man drauf haben, um das Fahrwerk noch auszufahren? 150 bei der VL3 fällt jetzt bei der C42 und bei mir aus, weil ich habe kein Einziehfahrwerk. Also ich habe jetzt gerade eine natürliche Grenze für mich gefunden, da vorne die Wolken, da drehe ich wieder um. Damit habt ihr jetzt mal die technischen Daten gekriegt, viele Zahlen. Wir sind jetzt im Anflug auf den Heimatplatz. Den Platz auch schon in Sicht. Das Motörchen wird aber ganz schön kalt jetzt hier. Der Öltemperatur ist nicht so der Hit. Ich höre auch das Gas fast raus und damit bin ich auch total leise. Zwischen 105 und 110 fliege ich jetzt. Gas rein. Jetzt kommen wir zu kurz. Immer noch auf den Speed achten. Die Maschine rauskicken gleich. Ja, hier ist natürlich der übliche Blubber. Und ja, es wird eine Schleppgaselandung werden. Und kicken, flaren. Und vor der Halbbahnmarkierung wunderbar aufgesetzt. Light, die war gut. Also die Landung war einfacher als der Start tatsächlich, weil der Wind jetzt eingeschlafen ist, beim Start wesentlich stärker war. Wie lange waren wir jetzt in der Luft? 83 Minuten. Ja, sowas hatte ich geplant. Navigation stoppen. Lass den Motor noch ein bisschen runterkommen. Ich hoffe, ich habe euch ein paar technische Daten zu der Maschine zeigen können. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, bitte ruhig anmerken, ich bin immer für alles offen. Ich bin kein Luft- und Raumfahrtingenieur, ich bin kein Fluglehrer, ich habe es nur gelernt und wenn ich mich mal irgendwo verhaue oder so, dann bitte ich das zu entschuldigen. Habe ich neulich schon irgendwo geschrieben, ich mache hier keine Scripted Reality, also ich habe hier kein Skript. Okay, heute habe ich tatsächlich einen Spickzettel gehabt, aber alles, was ich sage, ist jetzt nicht unbedingt vorher überlegt und ich habe kein Drehbuch. Also bitte mir nachsehen, wenn ich mal irgendwann mal Quatsch erzähle. Und macht's gut. Wir lassen es jetzt aber auch bei den drei Technikvideos, würde ich sagen. Bleibt gesund, genießt die Adventszeit, soweit es dieses Jahr möglich ist. Alles ein bisschen bescheuert dieses Jahr. Aber das kriegen wir rum.